Hallöchen, Popöchen, und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Elex. Und ja, wir suchen immer noch die olle Kathedrale und tatsächlich habe ich keine Ahnung, wo die sein soll. Hier so viel zu entdecken. Schauen wir uns einfach nochmal hier hinten um. Oh. Warum liegt hier ein Erz rum? Einfach so. Das ist hier die Kathedrale? Das ist in dem hinteren Teil, ne? Und? Wie hat dir die letzte Predigt gefallen? Um ehrlich zu sein, ich habe nicht... So, schauen wir uns hier nochmal um. Wen haben wir hier? Oh, Anna. Sieh mal an. Dass du hier neu bist, erkennt man auf den ersten Blick. Lass dich von den anderen hier nicht zu sehr einschüchtern. Die meisten sind netter, als sie aussehen. Ich kann auf mich aufpassen. Wenn das so ist, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was hast du für ein Problem? Ich bin hier für die Reparatur und den Aufbau einiger Roboter verantwortlich. Und genau darum geht es auch. Wir haben einen Aufklärungstrupp Roboter losgeschickt. Allerdings scheinen sie eine Fehlfunktion zu haben. Sie greifen einfach alles an, was sich bewegt. Es sind bereits zwei meiner Kollegen hingegangen und versuchen, sie mittels Fernabschaltung unter Kontrolle zu bringen. Aber die lassen jetzt schon einige Zeit auf sich warten. Ehrlich gesagt sind mir die zwei auch egal. Was ich haben will, sind die KI-Chips der Roboter. Und zwar alle. Ich muss herausfinden, wo der Fehler liegt. Wenn das Problem bei allen Robotern hier besteht, könnte das böse enden. Alles klar. Ich bringe dir die KI-Chips. Sehr gut. Aber denk dran, du musst dich beeilen. Wer weiß, wie viele Roboter von diesem Fehler betroffen sind. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn einer der Roboter hier im Hort plötzlich durchdreht. Und ich kann hier schlecht allen Robotern hier ihre Elex-Batterien rausnehmen. Dann wären wir völlig ungeschützt. Also mach keinen Umweg mehr. Und hol mir diese KI-Chips. Wo finde ich die Roboter? Okay. Also, die Roboter findest du am besten... Wie erkläre ich das? Also, wenn du aus dem Hort rauskommst und du Luftlinie geradeaus läufst, dann läufst du links an ihnen vorbei. Aus dem Hort raus, ein klein wenig rechts halten, dann kommst du in eine Felswand. Da kannst du nicht einfach hoch. Also, weiter geradeaus und dann umdrehen, weiter geradeaus, aber in die andere Richtung. Ja, und dann müsstest du sie auch schon sehen. Alles klar? Also, erstmal musste ich wieder runterrennen, weil das scheiß Telefon schon wieder ging und hier oben das Telefon nicht angeschlossen ist irgendwie, der Strom ist leer. Und was erzählt ihr mir? Links, rechts, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Was? Ja, ich werde es schon finden. Sehr gut. Wieso holst du nicht selbst die KI-Chips? Sehe ich etwa aus wie eine Kämpferin? Zwischen Schaltkreisen, Platinen und kaputten Motoren, da fühle ich mich wohl. Ich gehe da nicht raus. Vergiss es. Du bist also eine Art Mechanikerin. Ich bin nicht nur Mechanikerin. Vorrangig. Bin ich eine Legatin der Kleriker, klar? Wir Legaten sind unter anderem für die Materialbeschaffung, aber auch für die Reparatur der Maschinen zuständig. Unsere Psi-Kräfte machen uns aber auch zu starken Kämpfern. Also leg dich besser nicht mit uns an. Wie kann ich zu einem Legat befördert werden? Wenn du die Rüstung, Waffen und Psi-Kräfte eines Legaten benutzen willst, dann wirst du dich vor den Judikatoren beweisen müssen. Sprich dazu mit Judikator Reinhold oben in der Zitadelle. Er wird dir sagen, wie du zu einem Akolyten der Kleriker werden kannst. Denn nur ein Akolyt darf zu einem Legaten befördert werden. Die Wackelbubis, ey. So, also oben in der Zitadelle. Irgendwo, die muss oben sein. Ich
Oh, ist das eine Chaosstadt. Was haben wir hier? Fabrikwache. Hey du, ich brauche einen 8er Schraubenschlüssel und einen Satz Sicherungsringe. Und wenn du schon dabei bist, bring mir noch eine waffenfähige Elex-Batterie, ein Druckluft-Einlassventil und was war das letzte? Ich schicke dir jemanden, der sich darum kümmert. Halt, halt, halt! Bist du nicht zu meiner Unterstützung eingeteilt worden? Welche Art von Unterstützung? Überleg mal, was wird in großer Zahl in Ignadon gefertigt? Exakt, Maschinen. Kampfmaschinen, um präzise zu sein. Schätze, ich muss das Werkzeug selber rankarren. Nachher schickst du mir noch jemanden, der zu dumm ist, einen Vierkantbohrer zu bedienen. Eines sage ich dir, man buckelt sich den Rücken krumm und wenn man einmal nach Hilfe ruft, gucken alle beschäftigt aus der Wäsche. Damit meine ich auch nicht explizit dich. Also mach nicht so ein Gesicht und sag mir, warum du hier bist. Du wirkst überfordert mit deiner Arbeit. Pappelapapp, es gibt wohl kaum jemand Besseren als mich für diese Aufgabe. Aber wenn so viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet und du 24 Stunden am Tag Blut und Wasser schwitzt, ist irgendwann mal Schluss. Ich habe den Krieg nicht darauf beschworen. Aber jetzt, wo es zu spät ist, müssen wir Mechaniker die Suppe auslöffeln. Dann mach doch eine Pause. Und was dann? Soll ich einem Grünschnabel all das hier aufhalsen? So egoistisch bin ich nicht. Es obliegt meiner Verantwortung, die Dinge hier am Laufen zu halten. Immerhin sind wir die Einzigen, die wirklich in der Lage sind, die Alps aufzuhalten. Es ist wichtig, dass hier alles reibungslos funktioniert. Und wenn man mir keine Hilfe zubilligt, muss ich das eben alleine erledigen. Von mir erwartet man nackte Zahlen. Am Ende des Monats muss die Produktion stimmen. Kurz gesagt, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Jemanden, der hier und da eine Kleinigkeit für mich erledigt. Bezahl mich, dann helfe ich dir bei deiner Arbeit aus. Abgemacht. Wer weiß, vielleicht hätte man mir irgendwann einen Hans Wurst zur Seite gestellt, der nicht einmal gerade auslaufen kann. Du scheinst damit ja keine Probleme zu haben. Ich will da mal ins Detail gehen. Mir fehlen spezielle Ersatzteile. Wegen der chronischen Unterbesetzung fehlt mir die Zeit, meinen Lieferanten eigenhändig aufzusuchen. Nimm du daher diese Summe und erledige das für mich. 100 Splitter. Kleinigkeit. Na, warten wir ab, bis du zurück bist. Viel Erfolg! Wo soll ich deinen Lieferanten treffen? Der Typ hat einen straffen Zeitplan. Darum vergeudet er auch keine Zeit hier im Hort. Du wirst ihn am ehesten in den späten Abendstunden irgendwo vor unseren Toren treffen. Okay, was kann er mir beibringen? Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Aha. Ist in Konstitution. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ey. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Also Intelligenz scheint richtig wichtig zu sein. Konstitution nochmal um 10 erhöhen. Intelligenz nochmal erhöhen. Komm, wir machen das jetzt hier. Tiertrophäen, fertig. So. Aber, doofe Frage. Können wir schon wieder upgraden? Ja, dann machen wir die Konstitution auf um 10 hoch. So, wo ist er denn hin? Bringen wir nochmal was bei. Wird gemacht. So, guck mal, jetzt können wir schon um einiges mehr. Gib mir... Aha. Rüstung könnten wir jetzt auch erhöhen. Läuft. Das haben wir schon mal geschafft. Dafür gebe ich auch gerne die Punkte aus. Elex-Clown ist hier verboten. Ich weiß nicht, wo man hier rauskommt, ne? Es ist
Das ist der Horror, ey. Das ist doch eine Leiter. So ein Büro. Jetzt sehe ich keinen Schwan mit. Oh. Fette Waffe, Junge, der Schmelzofen. Ich dachte hier wieder keiner was mit. Okay. Und wir haben wieder eine fette Waffe gefunden. Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Aha, okay. Oh, so viele Aufgaben, Alter. Hier kriegen wir so fucking viele Aufgaben. Alter Schwede, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören muss. Oh, ist das hier wieder die Fabrik jetzt dann? Oder ist das nochmal was anderes? Uiuiui, ist ja gut. Ey, sorry. Ja gut. Ja, schon raus. Was ist denn los? Alles ist gut, alles ist gut. Entspann dich mal, du Maschine. Ich speichere mal eben die, ich glaube, die ist schon ein bisschen angepisst. Jetzt oder nie. Hi. Ein Schwert, ein fettes. Okay, der steht hier. Deswegen sieht er uns immer. Bleib mal hier stehen. Bleib hier stehen. Wenn du willst. Alter, wie viele! Alles gut. So, ja, nichts gemacht. Das Schleichen kannst du dir sparen. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Noch eine Truhe, Alter. Oh shit. Aber wir müssen noch mal warten. Da gab es einiges zu mobsen, hast du gesehen? Ist auch weg, ne? Zu einfach.
Hi. Alles gut, alles gut, alles gut. Cool down, buddy. I don't take anything. Ach gut, entspann dich doch. Ah, ein Elixierbeutel drin, den können wir auch einfach drin lassen. Scheiß auf den Elixierbeutel. Wir haben jetzt ein fettes Schwert. Sind noch Waffen drin, ne? Siehst du die? Naja, okay. Ist noch eine Wache. Wo geht's da oben hin? Oh! Da kommt Lava aus dem Berg. Ihhh. Okay. Oh, wir haben die Kathedrale gefunden, scheinbar. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Nein. Wenn ich jemanden beim Klauen erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta! Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Oh, ich kann sogar so ein alles Akolytenschwert kaufen. Ein Regentenschwert auch. Lustig ist, ein Regentenschwert ist billiger als ein Akolytenschwert. Kann aber auch weniger. Also, warte mal. Das Regentenschwert könnte ich schon fast tragen. Schachtalm. Aha, guck mal, wie cool. Gibt voll die fette Rüstung hier. Wenn du wüsstest, was ich dir alles verkaufen könnte. Mit was für einem Level kann ich denn die Dings tragen hier, die das Schwert, weil ich gerade geklaut habe. Wir brauchen nur noch Geschicklichkeit, einen Punkt. Dann haben wir auf jeden Fall schon was Besseres. Naja, gut. Der Burner ist das jetzt auch nicht. Schwert der Ankunft, das will ich benutzen, Alter. Da brauche ich nochmal 7 Stärke und dann ganz viel Intelligenz. Ganz viel Intelligenz skillen wir als nächstes. Verstehe einer die Klippen. Entschuldigung, da ich dich jetzt unterbrochen habe. Erika, Sie predigen menschliche Nähe und trotzdem verspüre ich nichts als Kälte. Halt! Halt. Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Krüppel? Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Komm, gehen wir mal zu dem Typen da hinten. Haben wir da. Du bist wohl derjenige, der von Rainer als neuer Rekrut auserwählt wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos.
Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Yep. Ja, ich möchte Kleriker werden. Das ist gut. Da hat Rainer mit dir wohl eine gute Wahl getroffen. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Oh. Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Ah, okay. So, okay, Leute. Ich lasse mich jetzt nicht weiter von dem Volk quatschen, weil er erzählt mir eh dasselbe wie alle anderen. Aber ich mache jetzt hier einen Cut. 20 Minuten sind rum. Wir versuchen uns jetzt gleich in der nächsten Folge den Klerikern endlich anzuschließen. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Elex. Haut da rein. Ciao, ciao.